Jawohl. Gut gemacht, Spot. Du hast es tatsächlich geschafft. Wahrscheinlich war es auch nicht weiter schwierig. Aber ich bin trotzdem stolz auf dich. Voll der Penner manchmal. So, hinein. Hallo? Ja, der eine... Hallo? Entschuldigung. Himmel, hier ist ja alles verlassen. Wo ist bloß der König? Nein, der eine sitzt hier in dem Fass. Das weiß ich. Den habe ich schon gesehen. Da sitzt einer im Fass. Ein tiefer, dunkler Schacht, wie mein Leben. Weil der ist hier von nass gemacht worden. Und dann hat er sich in die Scheune gerettet. Also kann ich mir vorstellen zumindest. So, kann man die Tür aufmachen? Die Tür hat kein Schloss, nur diesen defekten Türklopfer. Solange der Türklopfer nicht komplett ist, kann ich auch nicht klopfen. Das ist natürlich ein Punkt, da hast du recht. Man könnte aber mal versuchen, mit einem Stock vor die Tür zu hauen. Hier fehlt nur der Ring vom Türklopfer. Na gut, okay. Den Ring kriegen wir bestimmt vom Bullen. Die haben noch so ein Ding meist in der Nase. Sedgwick, was machst du denn hier? Na was wohl? Ich mach deinen Job. Die Welt retten und so. Oh je, Sedgwick, dafür ist es doch längst zu spät. Ja, was auch immer. Zieh dich ruhig aus der Verantwortung. Ich werde es zumindest versuchen, wenn du gestattest. Wenn die Welt schon untergehen muss, dann will ich wenigstens nicht schuld daran sein. Du törichter, tapferer Clown. In was hab ich dich da nur reingezogen? Versteck dich lieber. Schnell! Entschuldigung, dass ich da gerade reingelacht habe. Aber habt ihr mal auf die Kuh geachtet hier unten? Achtet mal jetzt bitte auf die Kuh. Was ist denn überhaupt los? Das Ende wird kommen. Die Askyl greifen an. Ich weiß, ich komme geradewegs aus ihrem Versteck. Du warst bei den Askyl und du lebst noch? Tja, was man so Leben nennt. Entschuldigung. Okay, so. Ja. Wo ist der König? Der König hat sich in seinem Gemach eingesperrt. Um dorthin zu gelangen, musst du vom Thronsaal aus durch das astronomische Labor. Ich glaube, es steht schlecht um ihn. Okay. Was hat denn der König? Niemand weiß es so genau. Vielleicht ist es das bevorstehende Ende, das an ihm nagt. Sicher ist nur eins. Er soll sehr schwach sein. Okay. Ich werde die Frage bereuen. Aber wie kommst du hierher? Ja, das ist tatsächlich eine lange und spannende Geschichte. Ach, wo soll ich nur beginnen? Was ist am Ufer passiert? Das Ufer? Oh ja, es kommt mir vor, als sei es erst gestern gewesen. Es war gestern. Ich saß schon eine Weile alleine dort und übte eine geheime Chaski-Technik. In Sekundenschlaf? Bei leerem Magen schaffe ich es unter drei. Wie auch immer. Plötzlich schob sich eine Wolke an den Himmel. Ein Windstoß zog über den Fluss. Ich begann zu frösteln. Zur Sicherheit zog ich mein Messer. Und einige Bomben, die ich noch im Rucksack hatte. Ich war gerade fertig, als es in den Büschen knackte. Ich spannte jeden einzelnen Muskel an und dann... Und dann? Dann ließ ich alles fallen, schnappte mir den Rucksack und rannte so schnell ich konnte. Was? Als ich mich umdrehte, sah ich nur einen Fuchs. Aber ich hatte mein Versteck ja bereits verlassen. Ich war mir sicher, die Askyl hätten mich gesehen. Darum bin ich nicht umgekehrt. Es war einfach zu gefährlich. Zu gefährlich? Zu gefährlich? Ich dachte, du seist in einen Kampf geraten. Nicht doch. Dafür bin ich viel zu listig. Du meinst wohl eher feige. Ich fasse es einfach nicht. Ich bin dir um die halbe Welt nachgereist, nur weil du Angst vor einem Fuchs hattest? Es war ein sehr großer Fuchs. Ah! Okay, also es scheint so, dass Sedgwick jetzt mittlerweile oder mal langsam anfängt, eher aufzuräumen und mal ein bisschen sauer wird. Wie bist du den Askyl entkommen? In Askyl? Ich war nicht bei den Askyl. Warst du nicht? Aber der Wächter hat von einem grünen, schmächtigen Gefangenen erzählt. Schmächtig? Wie bist du denn da auf mich gekommen? Ich bin gut durchtrainiert. Viel zu gut, um mich von den Askyl schnappen zu lassen. Also hast du sie irgendwie abgehängt? Gab es eine Verfolgungsjagd? Und ob? Zumindest, wenn du mit Abhängen in einer Höhle verstecken meinst. Und mit Verfolgungsjagd Beeren sammeln. Bei dem grünen, schmächtigen Gefangenen hatte ich eigentlich an Spot gedacht, ehrlich gesagt.
aber okay. Wie bist du nach Corona zurückgekommen? Auf geheimen Chaski-Pfaden. Lass mich raten. Du hast dich so dünne gemacht, dass dich ein frisches Lüftchen hierher geweht hat? Nein. Ich hatte meinen Ruhestein noch auf den Schlosshof eingestellt. Das will ich nicht gehört haben. Ich habe auch nichts gesagt. Oh Mann. Dann hätte er ja einfach auch diesen Flüsterstein mitnehmen können, wenn sein Stein eh noch hier aufgepolt war. Oh Mann, und das nennst du Abenteuer? Nein, ich nenne das Routine. Als Chaski erlebst du so viele ungeheuerliche Sachen, da kann dich selbst die brenzligste aller Situationen nicht mehr aus der Ruhe bringen. Offensichtlich. Nur darum sitzt du hier ja auch so seelenruhig. So ist es. Und das, obwohl das Ende bevorsteht und die Askil angreifen. Ja, Und einer von ihnen sogar direkt hinter dir steht. Was? Ja, ja. Da hast du mich doch beinahe reingelegt, nicht wahr? Wenn du einen Chaski auf den Arm nehmen willst, musst du aber früher aufstehen. Ist 10 okay? Sagen wir lieber 11. Ich schlaf gern lange. Ich glaube, ich habe genug gehört. Ich weiß. Meine haarsträubenden Abenteuer sind nichts für schwache Nerven. Okay, so, Du versteckst dich in einem Fass? Ist das etwa das Verhalten eines Chaski? Lass dich nicht von deinen Augen täuschen. Das hier ist ein Chaski-Überlebensfass. In so einem Fass saß dereinst der legendäre Chaski Shorshi, als er die mächtigen Trommelfälle von Ashanot passierte. In sicherem Abstand nehme ich an. Selbstverständlich! Oh Mann. Ich komme nicht weiter. Kannst du mir nicht irgendwie helfen? Sedwick, Sedwick, Sedwick. Ich kann dir doch nicht ständig die ganze Arbeit abnehmen. Stimmt. Meine mangelnde Selbstständigkeit muss eine schreckliche Belastung für dich sein. Ach, schwamm drüber, kleiner Freund. Ich habe dir alles beigebracht, was ein Chaski wissen muss. Du wirst auch ohne mich zurechtkommen. Oh Mann, ey. Okay. Hier, ich hab doch den Flüsterstein. Wir können es noch aufhalten. Ich hab doch den Flüsterstein. Du hast ihn tatsächlich dabei? Ich meine, natürlich hast du das. So hatte ich es ja von Anfang an geplant. Umso tragischer, dass du zu spät kommst. Aber sei nicht traurig. Ich wusste ja, dass es ein Risiko ist, einen Amateur mit hineinzuziehen. Genau. Dein Plan war super, aber ich habe einfach zu lange getrödelt, nicht wahr? Mach dir keine Vorwürfe. Ich bin trotzdem stolz auf dich. Du bist eben kein Chaski wie ich. Bleib du ruhig hier, ich gehe die Welt retten. Halte dich immer an das, was ich dich gelehrt habe. Also, verpiss dich, wenn du kannst und versteck dich in einem Fass. Okay, gut. Ich werde es mir aufschreiben. Es sieht immerhin besser aus als das, was Opa kocht. Kuh müsste man sein. Ich geht nein, dann doch lieber Schimmelsuppe. Ey, gerade hast du noch gesagt, es sieht besser aus. Okay. Ich geht nein, dann doch lieber Schimmelsuppe. Ja gut, die Kuh. Sie sieht ausgesprochen zufrieden aus. Dass die Welt kurz davor ist, unterzugehen, scheint sie nicht zu scheren. Kuh müsste man sein. Die sieht ausgesprochen... also sieht aus, als wenn irgendwas fehlen würde. Zu melden bräuchte ich ein passendes Gefäß. Und viel wichtiger noch, einen triftigen Grund. Okay, also nur noch ein Gefäß. Oh, eine Leine? Die nehmen wir mit. Zack. Und die Leine machen wir. Ich glaube wir nicht, dass der Kuh das bekommen würde. Doch. Doch würde. Ja, lange schon keinen Entwicklerkommentar mehr gehört. Deswegen, damit ihr nicht mehr länger warten müsst auf so einen Entwicklerkommentar, bitteschön. Das hier ist aus vielen Gründen einer meiner Lieblingsscreens. Übrigens. Erzähl. Das erste ist halt, dass dieser Screen ein wichtiger Teil des Spot-Parcours ist. Mhm. Das werdet ihr jetzt möglicherweise schon gespielt haben. Ich hoffe, ihr klickt nicht auf uns jetzt, bevor ihr den Spot-Parcours gelöst und beendet habt, weil sonst würde ich euch jetzt ganz arg spoilern mit den Sachen, die hier noch kommen. Hier ist nämlich tatsächlich eins meiner aller Lieblingsrätsel drin. zu dem ich gleich komme. Erstmal das dritte, was mir hier besonders gut gefällt, ist nämlich das Wiederauftauchen von Bobby. Der hat hier einen unglaublich schönen zweiten Auftritt hat. Der Dialog gefällt mir sehr. Es sind da sehr viele man darf noch mal sehr viel drauf rumhacken auf seine
Chaski-Artigkeit und auch Sedwick, der ja jetzt mittlerweile eine kleine Charakterentwicklung hinter sich hat und halt ein bisschen mehr Selbstvertrauen gelernt hat. Das spiegelt sich hier wunderschön in seinem Dialog mit Bobby, dem Chaski. Das ist eigentlich eine wunderbare Verkehrung von dem von der ersten Begegnung. Weil Sedwick halt jetzt weiß, was für eine Lusche eigentlich Bobby ist und darin auch sich selber misst. Und man richtig, richtig merkt, wie Sedwick halt an Selbstvertrauen gewonnen hat. Und es ist halt ziemlich lustig, mit ihm zu reden, wie er halt in diesem Fass hockt und halt immer noch meint, ein Held zu sein. Das ist ziemlich lustig. Und jetzt, wo ich sowieso schon so viel vorweggegriffen habe von dem, was hier drin passiert, kann ich auch noch mal mein Lieblingsrätsel. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die kam von dir, oder? Ich glaube, die kam von Bade. Die kam von Bade. Ah, es ist so hervorragend. Ich habe so gelacht, als das vorgeschlagen wurde. Und zwar, jetzt hört mal bitte alle weg, die diesen Raum noch nicht zu Ende gemacht haben und klickt uns später nochmal an, also oder schaltet aus, ich gebe euch ein bisschen Zeit, dass ihr mal ausschalten könnt, weil ich werde jetzt wirklich das Rätsel verraten. Ja, habt ihr alle ausgeschaltet? Okay, sehr gut. Und zwar, dass man oben irgendwie eine Flüssigkeit, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, dass man das halt aus dem Fenster wirft und dann fällt es in den Trog von der Kuh und die Kuh trinkt das und dann muss man das wieder rausmelken. Das fand ich so großartig. Jetzt habe ich so laut gelacht, dass ich schon wieder hier irgendwie eine Störung verursacht habe. Naja, auf jeden Fall, die Idee fand ich so gut und so widerlich irgendwie gleichzeitig. Da blieb uns gar keine andere Wahl, als es drin zu behalten. Ja, aber auch schön, dass wir, ist das eigentlich, das war Opas Hose, ne, mit dem Spot-Parcours, oder? Natürlich. Das ist toller Einsatz von Opas Hose, mal wieder, großartig. Okay, ich freue mich schon darauf, die Kuh zu melken. gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier raus. Und gucken mal weiter. Leider haben wir diesen Henkel hier nicht gekriegt von der Kuh. Okay, das bringt uns auch nicht mehr weiter, ne? Also hier hinten, das war ja das von diesem, wie sie so schön, den Spot-Parcours. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein und gucken mal, was hier drin ist. Oh, hier ist der Thronsaal. Ja, okay, gucken wir uns das erstmal alles an hier. Moment mal, so sieht doch das königliche Wappen nicht aus. Es ist vollkommen durcheinander und ein Teil fehlt. Und wer muss das wohl wieder in Ordnung bringen? Oh, geil. Also, wenn ihr schon manchmal gedacht habt, boah, oh mein Gott, bei so komischen Mini-Rätseln kann ich dem Typen einfach nicht zusehen. Willkommen. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe davon, weil gerade in sowas bin ich richtig schlecht und zwar richtig schlecht. Ich weiß gerade auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie das königliche Wappen aussehen soll oder muss, ehrlich gesagt. Deswegen, bevor ich mich daran jetzt wage, an das Wandmosaik, gucken wir uns erstmal die anderen Sachen alle an. Und dann kann ich da immer noch hingehen und der immer noch Thron ist leer. Wo ist der König? Okay, hier ist ein Thronschloss. Na, was haben wir denn hier? Ein Schlüsselloch? Vielleicht ein königliches Geheimfach? Bestimmt. Aber es wäre ein ziemlich lausiges Schloss, wenn ich es mit bloßer Hand aufbekäme, oder? Aber daran würde keiner denken. Keiner würde denken, ach guck mal hier, ich kann das Schloss einfach so öffnen. Die würden alle nach einem Schlüssel suchen, aber man kann es eigentlich so öffnen. Insofern wäre es eigentlich das perfekte Schloss. Dieser Teppich ist auf einer Stange aufgehängt. Er lässt sich offenbar verschieben. Ja dann. Zack. Oh, ein Hebel. Hier können wir raus. Okay, was passiert, wenn ich hier rausgehe? Oh Gott. Verschlossene Türen, wohin man auch blickt. Nein, ohne weitere Begründung, einfach nur nein.
Okay. Was ist denn, wenn ich die. Kann Damit ich die kann ich Leine hier mit dem nichts Stock verbinden? ausrichten. Okay. Kann ich die Leine an dem Hebel werfen? Nicht nötig. Das lässt sich ganz einfach mit der Hand bedienen. Ja, okay. Oder Nicht mit dem nötig. Stock? Das lässt sich ganz einfach mit der Hand bedienen. Na gut. Hallo? Hallo? Da war er. Hebel. Nimm. Schnlauf! Okay, gut. Geht anscheinend nicht. Dann gucken wir uns die Kerkertür an. Ja, auch alles heruntergekommen. Oh, hier ist ein Bodenmosaik. Sind Türklinken denn wirklich so aus der Mode gekommen? Okay, dann können wir die wahrscheinlich auch nicht aufmachen, ne? Nein. Diese verschlossenen Türen schlagen mir allmählich auf die Psyche. Ach, Sedgwick. Okay, Bodenmosaik. Diese Platte hier sieht anders aus. Der Boden wurde offenbar sehr notdürftig repariert. Kann ich? Hörks. Nein, ich komme mit meinen Fingern nicht in die Rillen. Sie sind einfach zu wurstig. Wurst. Okay, kann ich hier mit dem Stock irgendwas machen? Hörks. Nein, damit kann ich die Steinplatte nicht aus dem Boden lösen. Ich bräuchte ein Werkzeug mit mehr Hebel. Mit einem Hebel vielleicht? Nein, das wäre Quatsch, oder? Das wäre doch Quatsch. Ja gut, ja, dann würde ich mal sagen, geht's an das Wandmosaik. Wie gesagt, ich entschuldige mich jetzt schon mal. Ohne das fehlende Teil lässt sich hier wohl nicht viel ausrichten. Ah, okay. Also brauchen wir das Ding hier unten sowieso. Okay, ja, dann ist doch, würde ich mal sagen, hier oben das Rätsel.